Hallöchen, liebe Wimmelbildfreunde, und willkommen zurück zu der Audacy Turm der Seen. Folge 5 sind wir jetzt angelangt. Und ja, vielleicht ist es den einen oder anderen vielleicht aufgefallen, der aufmerksam meine Videos anschaut, dass in Folge 4 ich am Schluss gesagt habe, ein bisschen Überlänge und so. Ja, das Video war auch in Überlänge, aber ich habe mir die Erlaubnis genommen, diese über 30 Minuten in eine Hälfte durchzuschneiden und Folge 3 und Folge 4 daraus zu machen. Aber das werdet ihr wahrscheinlich dann schon gemerkt haben. Vielen Dank, dass du die Bücher zurückgebracht hast. Du bist hier jederzeit willkommen. Nette Eule auf jeden Fall. Ich habe alle Bücher dorthin gebracht, wo ich sie hingehören. Und das letzte fehlende Stück des Passes entdeckt. Mit dem Amulett versteckt der Magier den Turm, sodass das Tor der Toten keine Bedrohung für die Menschheit darstellen konnte. Aber ich hatte immer noch ein paar unbeantwortete Fragen. Warum war der Turm wieder aufgetaucht? Und wo kamen Lily und Patrice her? Ja, ich glaube, hier ist hier nichts mehr so sonderlich. Also, wir können trotzdem hier noch irgendwas machen. Ach ja, der Bär. Da waren noch Katzenpfoten drin, okay. Und mit der Leiter können wir wahrscheinlich so machen, oder? My way will be better for everyone. Why did you drag that innocent man to this place? How many human souls will you bury? How dare you speak against me, little sister? Do you want the gates to open? Oh, you're crazy. Don't you want to live again? Don't look at me like that. I wish you no harm. Yeah. My sister lured you here for a reason other than the one she told you. She needs a new soul, a new victim for the tower, and I'm going to stop her. Okay. That drama in the library was a ruse. I wanted to drag you out of there, but I couldn't. I'm sorry. Unfortunately, that display used up a lot of my power, and restoring it takes time. However, I can still help you escape this place. Do you see the elevator? It will take you to the top of the tower where I can release you. You just have to reach it. Ah ja, jetzt auf einmal auf nett machen. Der Geist Lily und die Hexe Patrice waren Schwestern. Patrice versicherte mir, dass ich Lilys nächstes Opfer sein sollte. Sie brauchte dringend eine Seele, um den Turm zu versiegeln. Nun, die Hexe versprach mir zu helfen, aus dem Turm zu fliehen. Sie spielte sich als beste Freundin auf, aber ich beschloss mitzuspielen. Ich war sehr erleichtert, als sie mir sagte, dass wir mit dem Fahrstuhl direkt zur Spitze des Turms fahren können. Ja, wenn er ganz ist, versteht sich. Sonst sehe ich hier gerade... Ja, ist schon recht, Boris, weg da. Schaufelgriff. Ja, wahrscheinlich kann ich das schaufeln. Okay. Great. Let's go. After you, Detective. Nach mir. Ich hab's gewusst. Don't come any closer. He doesn't care who he attacks. I can hold him back until you find a way to distract him. Okay. Hm.
Ich bin stolz auf dich, aber lass uns noch eine andere Lösung suchen. Okay. Die Animation von den Hunden ist ja mal sehr schlecht gemacht, ey. Leco mio, ey. Sorry, wenn ich da so kritisch bin, aber schaut euch das doch mal an. Seit wann macht ein Hund so beim Bellen? Okay, wir dürfen wieder wimmeln, aber erst suche ich hier die Katzenpfote. Da ist sie. So, wahrscheinlich mit... Hä? Was? Ein Helm, bitte. Danke. Ja, wie geil war das denn? Wie geil war das denn gerade? Eine Axt. Ich bin hungrig. Danke. Lol. Was soll ich mit der Farbe machen, by the way? Ja, hier vielleicht so. Nö. Was soll ich denn mit der Farbe machen? Wird ja hier nichts mehr angezeigt, oder? Ich habe keine Ahnung, was ich mit der Farbe machen soll. Okay, Medaille. Schutzbrille. Blaupause. Papagei. Spitzhacke. Bohrer, Pinsel 1, Pinsel 2, Säge, Gabel und nochmal eine Gabel, dann Schlauch, Farbe bitte, hier bitteschön. Schlauch. Taschenmesser. Katzenkugel. Okay. Das ist kein Schleifstein. Wo ist denn hier noch ein Schleifstein? Wie könnte ein Schleifstein ausschauen hier? Ja, ein runder Schleifstein, wow. Zange, so. Vielleicht so. Yep, let's go. Warte mal hier, was ist mit der Fackel? I'm not mechanical detective, but I have faith in you. Fix the elevator. Ja, ach was, okay. So, sonst ist hier keine Pfote. So, da haben wir den Hebel. I can't let you do that, little sister.
go! You're a fool. And you, Detective, are you sane? I told you not to believe her. She doesn't want to protect the seal. She wants the gates to open. She's crazy. If that happens, a horde of the dead will pour into our world. Do you want that? No? Then listen to me. You must destroy. You allowed her to deceive you, Detective. Ich weiß nicht, wen ich gerade glauben soll. My sister is insane. She doesn't know good from evil. Her lust for power clouded her mind and overshadowed her guilt. This isn't about your life or mine. The fate of mankind is at stake. The path to the surface lies behind the bars. You'll find evidence of Beatrix's insanity there. Find three keys. She hides them in her rooms. Hurry, you don't have much time. Na, mal sehen, was er dazu sagt. Als der Fahrstuhl auf dem Weg zur Spitze des Turms war, brach er auseinander und die Hexe fiel in den Fahrstuhlschacht. Es war ein Wunder, dass ich überlebt habe. Lilly nannte ihre Schwester wahnsinnig und sagte, dass das Schicksal der Menschheit auf dem Spiel stünde. Ich konnte nichts anderes tun, als die drei Schlüssel in Beatrices Zimmer zu suchen, um mich weiter auf dem Weg nach oben zu machen. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann die beiden hier, also ihr seht die beiden, meine Kinder, ich weiß nicht, wen ich glauben soll. Soll ich Lilly glauben oder soll ich Beatrice glauben? Weil mir kam doch so vor, dass Beatrice, als sie gesehen hat, dass Lilly gesehen hat, wie Beatrice da unten hängt, ein kleines Grinsen von sich gegeben hat und ihre Finger zerdrückt, dass sie losließ. Ich kann mir da noch nichts wirklich zusammenreiben. Ich kann mir einfach nur vorstellen, dass es ein Streit zwischen zwei Schwestern ist. Einfach. Wenn du dich hier umsiehst, lass mich etwas Wichtiges erklären. Die Zeit ist hier stehen geblieben und man muss sie neu starten. Siehst du die Uhr an der Wand? Das ist das Problem. Okay, also hier die Uhr an der Wand. Seht ihr, Männer wollen sich immer die Finger dreckig machen. So, jetzt habe ich es gesagt. Um die Uhr zu kaputt, wir müssen hier hineingelangen, um sie zu reparieren. Kannst du dich verkleinern? Nein. Herzlich willkommen zum Kauf des Eintempus Machios Produkts. Diese Uhr ist ein hochpräzises Werkzeug für Zeitreisen. Sie wird für viele Jahre zuverlässig funktionieren. Die Uhr ist sehr einfach zu bedienen. Ziehen Sie einfach den Hebel unter dem Zifferblatt und solange Sie wollen durch die Zeit reisen. Zumindest bis zum Ende des Raumszeitkontinuums. Die Mega Galaxy S13 Uhr. Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Okay. Ja, die ist verkaputt. Ich hab's verstanden. Fass sie nicht an. Während die Zeit stillsteht, niemand weiß, was passieren kann. Okay. Kinder sind so niedlich und süß. Dann wachsen sie und alles ändert sich. Sei denn, du bist eine Katze natürlich. Ich wette, das Foto ist gefälscht. Beatrice war noch nie in London. Sie hat ihr ganzes Erwachsenenleben in diesem Turm verbracht. Da hast du doch keine Ahnung. Und hier brauchen wir Tierköpfe, wie es ausschaut. Nackig. Leg deinen Vorschlaghammer ab. Wir werden sie nicht einschlagen. Ja, so eine schöne Statue sollte man auch nicht einschlagen, mal ganz ehrlich. So, hier ist nichts. Das ist Buddy, der beste Freund von einem der Erbauer des Turms. Buddy, ah ja, und wer ist das? Ich kenne den Kerl, er gewährt Wünsche, zumindest behauptet er, dass die Leute. Und wer ist das hier? Kein Kommentar zu denen hier. Was sagt, doch, sagt er was dazu? Nö. Schade. Och nee. Wieso verfolgt mich dieser Affe in jedem Spiel? Also der hier unten, der Jinx.
Ich bitte dich fragen, warum ich den Namen von diesem Drecksviech kenne. Entschuldigung, wenn ich das so betone. Ich mag den überhaupt nicht. Es ist auch so, als bedecke die Augen. Hier sehe ich doch wie Pendel weg. Okay, entsprechende. Was für ein niedliches Ente. Nimm es bitte. Ich wette, es kann schwimmen. Ja, ach nee. Aber dazu brauchen wir erstmal Water. Der Schlüssel passt hier nicht. Vielleicht hier? Also hier kann ich nichts machen. Wer ist der Herr? Bist du das? Was soll ich denn hier noch machen? Ich kann hier nichts mehr machen. Warum ich hier noch immer was bleiben kann? Ja, Spine. Spinne, Zahnräder. Was? Zahnräder und Eisen. Okay. Kann ich hier was anfangen? Oder kann die Spinne hier uns helfen? Was ist das? Eine Spinne? Ich geh jetzt, setz sie in die Uhr. Schnell. Okay. Okay, in der Uhr ein Wimmelbild. Was haben die da bitte schon hier alles reingeworfen in den... Ihr wisst schon, in die... In die Uhr. Fliege. Wo ist denn hier eine Fliege? Da. Nagel. Büroklammer Nummer 1. Büroklammer Nummer 2. Das war eine Sicherheitsnadel? Ach, come on. Da ist die Sicherheitsnadel. Beziehungsweise Büroklammer. Ach, wir müssen noch eine finden. Wie schaut die Zeit aus? Nicht, dass ich jetzt wieder Überlänge mache. Büroklammer. Garnrolle. Dann ein Ring. Dann eine Erdnuss. Eine Karkalake. Ein Schlüssel. Ein Fingerhut. Dann brauchen wir noch einen Fingerhut. Dann einen Knopf. Also zwei, um genau zu sein. Fischerhaken. Eine Mutter. Eine Süßigkeit, zwei Süßigkeiten. Beeindruckend, schade, dass die Vase zerbrochen ist. Da du die Uhr repariert hast, versuche noch nun auch die Vase zu retten. Sie könnte noch nützlich sein. Okay. Aber meine Freunde, ich sehe, wir sind schon am Ende einer Folge wieder angelangt. Ich hoffe, sie hat euch wieder mal gefallen. Und ich bin gespannt, wie es noch weitergehen wird, weil jetzt können wir ja die Zeit beeinflussen. Und wie gesagt, ich weiß noch nicht, wen ich glauben soll. Soll ich Petrice glauben? Soll ich Lili glauben? Soll ich einer lebenden Person glauben oder einem Geist? Ich weiß es nicht. Entscheidet einfach mal ihr in den Kommentaren, wie ihr entschieden hättet. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal bei der Outer Side.
Turm der Seelen. Tschüss.